Leute, es gibt spannende Neuigkeiten, denn nach dem EU-Rat hat nun auch das EU-Parlament grünes Licht gegeben, und zwar für die B-Führerscheine. Die sollen zukünftig mit 4,25 Tonnen fahren können. So, ich weiß, was jetzt viele von euch sagen, ja, das gilt aber nur für Fahrzeuge mit Alternativantrieben. Das ist aber nicht richtig, denn es gibt zwei Ausnahmen. Einmal für Fahrzeuge aus dem Rettungswegen und zum anderen soll es Ausnahmen für uns Wohnmobilisten geben. Durch ist die Sache allerdings noch nicht. Wir müssen uns noch ein bisschen gedulden, und zwar bis zu den Neuwahlen. Die sind vom 6. bis 9. Juni, glaube ich. Und dann wird das ein Trialog beschließen zwischen Kommission, EU-Rat und EU-Parlament. Das wird also gerade für Campingfamilien ein absoluter Gamechanger sein, wenn ich ein bisschen mehr Zuladung bekomme. Auf der anderen Seite will ich die Euphorie auch ein bisschen bremsen, das sind aber nur persönliche Anmerkungen. Ich glaube nicht, dass Länder wie Österreich etc. dadurch dann ihre Lkw-Mautsysteme ändern werden. Also gerade ab 3,5 Tonnen ist das dann richtig teuer, und das bleibt natürlich auch so, könnte ich mir vorstellen. Und dann wird es wahrscheinlich auch sehr wichtig sein, dass dein Wohnmobil wirklich als Wohnmobil zugelassen ist und nicht als Lkw beispielsweise. Aber generell ist doch geil, oder nicht? Schreibt mir in die Kommentare.